Jetzt muss ich ja mal das Fenster voll aufblähen. Jetzt gehen wir auf Web, sehr gut. Dann muss ich mal ein Antwort noch hinziehen, damit ich sehe, was die schreiben. So, ja, das ist die Arrow, was du jetzt zeigst. Lauf einfach mal um die Arrow rum. Das Ding sieht ja echt geil aus, ne? Das Ding sieht ja mal richtig geil aus, die Arrow. Also ich habe jetzt da oben FPS-mäßig alles im gelben Bereich noch. Ja, sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Also die Arrow sieht aus so ein bisschen Saber tatsächlich. Und die hat auch irgendwie... Ach, sie sieht doch schon ein bisschen anders aus noch wie eine Saber. Man erkennt tatsächlich noch so ein bisschen den Anvil-Stil, finde ich. Wie und gesagt, ich bin froh, dass ich die Flügel klappen lasse. Sieht geil aus, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Also die Arrow kriegst du bestimmt auch gut in der Idris und überall rein. Das ist natürlich schon sehr, sehr geil, dass man die klappen kann. Sieht gut aus, ja. Taxi ist gekauft. Alles klar, Phil. Sieht geil aus. Na, ich bin gespannt, wie teuer die überhaupt ist, Phil. Wie teuer ist die? Oh, guck mal, die Raketen, die sind noch ein bisschen seitlich dran. Okay, das ist ein kleiner Bug, den sie haben. Was kannst du eigentlich gerade anwählen, Kasi? Wenn du jetzt, kannst du sie schon irgendwie anwählen, irgendwie mieten, benutzen oder irgendwie irgendwelche Moment, Daten? Moment, ich gehe ran. Gibt es irgendwie sowas wie ein Datenblatt? Das wäre natürlich auch ganz geil. Ich habe die gerade die Hornet hier angewählt bekommen und kann die mieten, steht hier. Ach, du kannst die Hornet mieten? Mach mal spaßeshalber. Und dann steht, also, da, dass alle Items immediately delivered to your global inventory. Kannst du Rent machen. Also man kann, also dann miete die doch schon mal. Du willst ja auch bestimmt testen, ja, Große. Ja gut, aber der wird nicht funktionieren, weil das ist jetzt momentan, eben gesagt, jeder möchte das holen. Das Problem hatte ich jetzt. Mhm. Das macht jetzt auf Processing und wird jetzt eine Zeit lang nichts passieren und dann Failure. Also es geht nicht. Ja, hatte ich auch quasi. Aber Fexi, versuch du, wie gesagt, nochmal drauf zu kommen, während du... Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Ist gerade über meine Camwell-Abfrage zwar gekommen, aber dann ist er leider wieder hier, kriege ich keine Verbindung hin. Guck hier, no, da steht dann, ja... Ich hatte 20.009er, als ich bei euch vorfolge. So, dann gehen wir mal die nächsten Schiffe. Genau, Taxi. Laufen wir mal weiter. Den Rundgang machen wir nachher wahrscheinlich nochmal. Dann haben wir schon mal ein bisschen was zum Gucken. Das ist auch schon mal auf jeden Fall super nett. Hier ist die Hornet. Das ist noch die alte Hornet, ne? Ja. Das ist die Super Hornet. Genau, die alte Hornet. Also die MK2 hast du noch nirgendwo gesehen, zufälligerweise, ne? Ich will laufen ja mal rum. Ich zeige erstmal rechts und links. Jetzt laufe ich dann nach rechts. Und dann kannst du ja Dokument hier beschreiben. Also dann siehst du ja hier vorne noch... Kannst du hier sagen? Genau, das ist die MK, das ist die normale Super Hornet, genau. Der nackig. Da hinten ist die Whitefire, hinten rechts, das sehe ich schon so. Und das linke ist die, wie heißt die denn nochmal? Valkyrie. Nee, die Valkyrie ist in der Mitte, das ist die genau. Whitefire. Und links war noch hier, na sag mal schnell. Nicht die Ghost, die andere. Genau, die Tracker. Die Tracker, danke, genau. So, dann. Gibt es gibt es eine nicht normale Super Hornet? Nee, die gibt es nicht, da hast du recht. Es gibt nur die Super Hornet und die Hornet, da hast du natürlich recht, Gali. So. Elektrik, Fexi, komm. Was? Komm ins TS, aber der Sound geht mal wieder nicht. Ich bin erstmal auf Karl. Alles klar, Elektrik. Bis später, hoffentlich geht der Sound nachher, das wäre ganz cool. Hier ist die Gladiator. Auch ist es ein Bomber, also ist ein Middle-Range-Bomber, also ist eigentlich ein trägergestützter Bomber. Dafür ist sie eigentlich angepriesen. Das heißt, wenn man eine Gladiator ist, sollte man schon entweder eine Kraken oder eine Idris haben. Da passt sie gut rein, damit man die Gladiator auch vernünftig nutzen kann. Was ist denn das für? Das ist die MK2. Bam, die MK2 ist da. Das ist die neue Hornet. Das ist die neue Hornet, die MK2. Sie haben sie ausgestellt. Damit hat keine Sau gerechnet. Sie ist da. Das ist die MK2. Da ist sie da. Weil du es bist, laufe ich extra nochmal komplett rum. Das ist die MK2, Jungs. Die MK2 ist da. Aber ohne was zu spoilern. So. Das ist die neue Hornet. Das ist das neue Hornet-Design. Das ist die MK2. Und das ganze Cockpit sieht anders aus. Das ganze Cockpit von drinnen ist komplett anders wie von der alten Hornet. Das ist eine, von der F7CN? Genau, das ist das neue, das ist die neue Hornet, die Weiterentwicklung von der Hornet. Das ist, man sieht, dass die Flügel nicht mehr so starr sind, sie gehen ein bisschen runter, sie sieht ein bisschen ergodynamischer aus, sie sieht ein bisschen spitzer aus und sie hat ein ganz anderes Cockpit. Das Ding ist komplett anders aufgebaut. Warum ist denn das? Okay, bist du ready? Ich bin immer ready. Kannst du einsteigen in das Ding? Nein. Das war natürlich der Hammer. Aber das ist tatsächlich die gute MK2, ich drehe durch. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz irgendwie Musik anmachen. Ohne Musik ist blöd. Warum ist die Musik jetzt ausgegangen? Kann das irgendein Mensch erklären? Also siehst du jetzt den Unterschied? Siehst du das? Nee, wo bist du denn jetzt gerade? Das ist die Saber, meine ich, oder? Nee, das ist die Lightning.
die Lightning, F8 Lightning. Sieht auch gut aus. Guck mal, die Flügel bewaffnet. Die haben die F8 Lightning ausgestellt. Hier. Alter, guck euch das Schiff an. Turret. Guck mal, die Flügel rechts 2. Unterm Bug ist die dritte. Oben auf dem Turret. Ich dreh durch. Ich muss abdrehen. Ich muss durchdrehen. Alter, wie geil ist denn das Ding, Alter? Ich muss schreien, Alter. Sieht fett aus. Was ist denn los? Vielleicht brauchst du ein Sauerstoffzelt oder was? Ja. Ich brauch mehr wie das. Ich brauch ganz andere Sachen. Alter, also guckt euch mal die Bewaffnung an. Guckt euch die krasse Bewaffnung. Da ist da alles dran. Da gibt's da einen. Da sind zwei Waffen fett groß, groß, fett, fett groß. Und da oben auch groß, fett, fett groß. Alter, scheiße, ist das Schiff geil. Wow, ist das Ding der Hammer, Alter. Guckt euch das Schiff an, wie das aussieht. Krass. Boah, ich dreh durch. Und guckt euch die Triebwerke an, bitte. Wie cool ist denn das Design? Das ist ja ein ganz anderes Design. Das hat ja nichts mehr mit einer Hornet oder sowas zu tun. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene mit dem Schiff. Das ist quasi das ganz neue Design und die MK2 ist ein Mitteldesign und die Hornet ist das alte Design. Krass, ist das ein geiles Schiff, die F8 Guck Lightning. Dir, das müssen S6 Waffen sein, oder? Mindestens oder? Vierer. Mindestens ja. Vier, wenn nicht größer. Oder Fünfer. Alter, ist das Ding fett, Alter. Beißt mir doch in die Finger oder sowas. Ja, ich beiß mir in die Finger, dass ich nicht schreie vor Glück. Scheiße, ist das geil, Alter. Kann man aber auch nicht anwählen, ne? Also die sagt dir nichts zu. Weiß nichts, nachts nicht. Das sind eben, wie gesagt. Ich versuche nochmal ein Spiel reinzukommen nebenbei. Das sind aber auch richtige Prototypen. Ich komme nicht aber rein. Aber die sieht schon richtig fett aus. Also die würde ich auch sofort so nehmen. Ist die cool. Schon mit der Bewaffnung alleine würde ich die nehmen. Guckt euch das an. Und daneben ist die MK2. Die MK2 ist da, Jungs. Das heißt, wir können vielleicht zu die MK2 ist schon geil. Das ist der Crazy. Er ist heute gerade unser... Er läuft für uns durch die Halle durch. Wir sind zwar live vor Ort in den Messehallen von der Expo, aber ich fliege nachher noch hinterher. Der Crazy hat das gerade nur alleine geschafft, zeittechnisch. Ich habe leider den Anflug verpasst, aber unser Crazy ist gerade vor Ort und macht die ganzen Filmaufnahmen für uns. Ist das nicht der Kasi? Der Kasi. Ach du Scheiße. Seht ihr, so fertig bin ich. Ich bin fertig, Jungs. Ich bin durch. Doch, zeigst du nochmal die coolen Schiffe, Alter? Zeigst du das nochmal? Ja. Ich laufe da jetzt erst auf die andere Seite. Oh, ich bin so aber geil. Aber schön gemütlich. Genau, mach das Ganze in Ruhe. Lauf da entspannt längs. Kaffeerausch. Hallo, Kaffeerausch. Moin, grüß dich. Kaffeerausch, glaube ich, ist sogar einer vom Headquarter. Ja. Grüß dich, Kaffeerausch. Jungs, wenn ich hab die ganzen Alerts nicht an oder so weiter. Tut mir leid, ich mache das jetzt nur für den Fexi hier, dass der das kommentiert, weil er leider nicht im Spiel ist. Deswegen... Ich werde jetzt leider nicht drauf achten, sondern ich werde jetzt nur das machen, was Fexi sagt. Danke, Kasi. Übrigens, danke nochmal für den Einsatz. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben das Problem, die Server sind gerade so krass überlaufen, dass man fast gar nicht mehr reinkommt. Und damit wir zumindest, dein Kopf sieht komisch aus, damit wir die Zeit ein bisschen überbrücken und schon mal Ingame-Bilder sehen, damit ich nicht zu viel versprochen habe, macht das gerade der Kasi für uns. Der Kasi läuft gerade den Stand ab. Von Anvil und wir haben schon gesehen, also wir gucken uns gleich nochmal die Super Hornet. Ach, die ist ja übel. Wir gucken uns gleich jetzt nochmal die Arrow gucken uns gleich an. Dann gucken wir uns gleich nochmal die neue Hornet an. Wir gucken uns gleich nochmal die nagelneue Hornet an, die MK2. Und wir gucken uns gleich nochmal die F8 Lightning genauer an. Und jetzt kommt die noch eine Überraschung. Die Hawk habe ich auch noch gar nicht gesehen. Noch eine Überraschung. Da komme ich gerade hin. Oh, krass. Die Hawk. Ja, ich habe die Hawk noch überhaupt gar nicht gesehen. Großartig. Auch noch nicht. Daneben ist gerade die Hurricane, wo wir dran vorbeilaufen. Ist auch ein sehr, sehr stark. Der hat oben auch einen Quad-Turm oben drauf. Ist ein Heavy Fighter. Hat oben einen Quad-Turm drauf und geht voll ab. An alle Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen möchtet, Ausrufe, also @Fexi hinschreiben, dann eure Frage. Also @Fexi, dann haut ihr die Frage raus und entweder gehe ich auf die Frage direkt ein oder irgendein Mod beantwortet die. Irgendeiner wird es auf jeden Fall beantworten. Ja, schicki. Das ist die Hawk. Was hat die mal gekostet? $90? $90. Das ist ein Kopfgeldschiff. Tatsächlich muss man sie sagen, sie ist tatsächlich explizit für die Kopfgeldjagd. Alter, was hat die für eine Bewaffnung? Die ist auch nicht schlecht bewaffnet. Das ist ein schönes Kopfgeldjagdschiff. Ja. Weil du hast nämlich unten hast du einen Raum, wo du einen einfrieren kannst.
dann kannst du einen gefangen nehmen, du kannst ihn wahrscheinlich betäuben, irgendwie mit einem Taser oder sowas, und dann kannst du ihn hinten in einen Raum werfen, dann in Acryl einfrieren oder so, keine Ahnung, und weg mit ihm. Also das ist das perfekte Schiff für die Kopfgeldjagd. Das Ding ist so 95, danke Kanz. Und eben die Generator hat es oben auch. Genau. Große Waffe ist oben auch noch drauf. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schiff. Hat schon jemand eine Info, was jetzt die Ding kostet? Nee, ist ja alles down. Seite geht noch. Die ist alles down, okay. Die haben quasi so, du bist alles runtergefahren haben die. Lexi, ich bin an der Stelle. Also, Zeitversetzt, Verzeihung. Ja, Baby, da kommst du rein, Alter. Da kommt der Crazy rein, Alter. Crazy ärgert mich immer. Der Crazy ist noch gar nicht da. Doch, der Crazy ist auch da, Crazy. Crazy, da kommst du rein, Alter. Da kommst du rein, so muss ich zeigen. Da kommst du rein, Crazy. In die Hülle kommst du rein. Ja, dann wirst du eingefroren, Baby. So, ich gehe jetzt nochmal an den Anfang und dann machen wir den gleichen Schritt. Sieht aus wie ein Zäpfchen, so ein bisschen, Gali, hast du recht. Sieht so ein bisschen nach Zäpfchen aus, ne? Aber da kommst du rein auf jeden Fall. Interessant war, Fexi, guck mal, ich gehe nochmal hin. Na klar, gerne. Es dauert einen Moment. Das Cockpit, das finde ich sehr interessant. Ja, das Cockpit ist krass, ne? Weil du hast nach unten ein Sichtfenster. Wahrscheinlich, wenn du über einen Planeten donnerst, wenn du irgendeinen suchst, der gerade irgendwie mit dem Rover unterwegs ist oder so, ne? So eine Art ja, sieht das darf, aus, ne? Genau. Dafür ist es gedacht, ja. So, jetzt bist du nochmal, gehe ich wieder an den Anfang, dass wir nochmal die Arrow zeigen. Wie cool sieht denn das aus, Leute? Wenn ihr mitdiskutieren wollt, ein bisschen mitmachen möchtet, Ausrufezeichen TS, dann könnt ihr auch hier bei uns direkt in den TS mit reinkommen und dann können wir gerne auch mit zusammen diskutieren, uns unterhalten. Wie gesagt, wir machen heute ein Expo-Programm, das geht eigentlich auch die ganze Woche hinweg. Wir werden die ganze Woche streamen und wir machen, es geht quasi nur um die Expo die ganze Woche. Wir werden uns darüber unterhalten, über die Schiffe unterhalten, bisschen gucken, welches Schiff was kann, bisschen mal philosophieren. Ach, hier ist die Arrow nochmal, das ist das neue Schiff. Aber guck mal, jetzt, die Raketen sind jetzt wieder richtig angeordnet. Ja, stimmt, die Raketen sind jetzt richtig dran. Wow, sieht das gut aus. Schöne, schöne Aufnahmen, sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Sehr cool aufgenommen. Das ist sowas wie ein. Hat er oben einen Turm drauf? Ja, ja. Das muss ja so ein ferngesteuerter Turm sein, wie bei der. Aber der ist ja komplett ferngesteuert, so gesehen, ne? Musste der ja sein, ne? Ja, der ist dann so ähnlich wie bei der Super Hornet, aber eben automatisch. Ich probiere es hier nochmal. Mit dem Rentend. Aber ich glaube, das wird eine Zeit lang dauern, bis das funktioniert. Ja, das denke ich mal. Da ist natürlich jetzt so ein Rush drauf gerade. Deswegen die Server sind gerade auch ein bisschen down. Und das kommt aber alles wieder. Wir müssen ihnen jetzt ein bisschen Zeit geben, dass sie den Ansturm kurz überwältigen und dann geht das nachher schon. Damit war zu rechnen. Also ich habe damit schon gerechnet, dass es schwierig wird. Ja, aber ein schönes Schiff ist das auf jeden Fall irgendwie, ne? Ist schick, ne? Ja, guck mal, du kannst sogar im Flug auftanken, da ist auch vorne der Nippel dran, zum Auftanken, dass man direkt auftanken kann, sehr, sehr schönes Schiff. Das Ding, die Bewaffnung finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, die ist tatsächlich so ein Mittelding zwischen Gladius und Buccaneer. Und Saber irgendwie so ein Ding. Was ja krass ist, also Hornet hat so ein bisschen, Anvil hat ein bisschen gelernt bei dem Schiff, muss ich ja sagen, weil die haben nämlich die Waffen nach innen gelegt. Da sind noch die Raketen außen an den Seiten und alle wichtigen Waffen sind nach innen. Das heißt, wenn die Flügel abgeschossen werden bei der Arrow, dann hat man trotzdem noch die Waffen, dass man noch sich immer noch weiter schießen oder sich verteidigen kann. Ja, jetzt Fexi, sieht man, ja. Fexi dreht durch. Ist das die Rugal? Genau, Philipp, das ist die Arrow. Die ist cool. Und Anvil hat gelernt, dass sie die Waffen nach innen setzt und nicht mehr nach außen. Jetzt kommen wir gleich nochmal zu MK. Phil, die MK2 ist draußen. Da ist die MK2 da hinten. Die F8 Lightning ist auch da. Ist alles da, was das Herz begehrt. Wir sind quasi gerade direkt im Schlaraffenland, wo die Post abgeht. Hier wird Dollar gemacht. Hier wird der Umsatz hochgetrieben. Hier geht die Post ab. Haut die Schecks raus. Hier geht's los. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Genau, da ist die MK2. Guckt euch die. Also wenn ich jetzt. Fexi, der Markenschreier. Ja, so ein bisschen gerade, ne? Wenn ich die MK2 jetzt so sehe, habe ich Bock, die zu behalten. Also, dass ich aus meiner Hornet eine MK2 mache. Ich kann euch das ja mal sehen. Also, die haben ja damals vor einem halben Jahr, oder das ist schon länger her, vor einem Jahr haben die mal erzählt, dass sie ja die MK2 bauen. Die haben auch schon Ingame-Bilder gezeigt und auch sogar schon ein paar Videos.
Und die haben damals versprochen, wenn man eine normale Hornet hat, dann kann man die upgraden zu MK2, ohne dass man was draufzahlen müsste. Wollen wir mal gucken. Vielleicht könnt ihr so upgraden, ihr sagt, ihr habt Bock auf eine MK2 und ihr müsst vielleicht keinen Pfennig dazu bezahlen. Weiß ist die ich Flight jetzt nicht. Ready? Die wird bestimmt Flight Ready sein. Nein, nee, Flight Ready ist sie momentan nicht. Na, vielleicht wollen die das nicht. Das ist eben die Frage. Weil und jetzt kommt das, die Killermaschine. Jetzt kommt die Killermaschine nochmal. Das Beste, ja. Das Beste kommt zum Schluss. Also da muss man jetzt echt also das Schiff, wenn man das haben möchte, ich weiß nicht, vielleicht sagen die, okay, die hauen das doch zum Anniversary Sale raus. Es kann passieren, sie haben es ja nie gesagt, dass sie es nicht machen, dass man das Schiff tatsächlich vielleicht jetzt demnächst noch kaufen kann, vielleicht die Tage. Ich oder glaub, heute Abend. Wir haben doch gesagt, dass das kommt raus, wenn du fertig spielst oder wenn du einen gewissen Investitionen getätigt hast. Aber genau, wenn du Squadron 42 fertig spielst, dann kriegst du die nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das hier. Nein, Tobi Tege, das ist die MK2. Zeig ihnen das nochmal. Das ist die MK2. Das ist nicht mehr die alte Super Hornet, Tobi Tege. Das ist die MK2. Tobi. Ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich die neue designte Hornet, die sie damals gezeigt haben vor einem Jahr. Das siehst du, dass sie vorne spitzer zusammenläuft. Du siehst, dass die Flügel ein bisschen abkippen, dass sie aerodynamischer ist. Und das sieht man sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich die neue. Das ist die MK2. Musst du mal googeln, bei Star Citizen, wenn du auf Google gehst, Star Citizen Hornet MK2, dann wirst du genau dieses Schiff finden. Ist ja gut. So, Tobi Tege hat aufgegeben. Denk mal schon trotzdem die Lightning haben. Ja, also Tobi Tege, glaube ich, hat die Lightning sogar. Wenn einer die hat, hat Tobi Tege die. Ich glaube, Tobi Tege hat zwei von denen, oder? Ja, das kann sein, dass das die militärische MK2 ist, Kaffeerausch. Das kann sein, ja. Genau richtig. Also Kaffeerausch hat genau richtig, hat recht. Also die zivile wäre die F7C in MK2. Genau. Alles klar, Tobi Tege. Alle Missverständnisse sind aufgenommen, alles ist verarbeitet worden, es geht weiter. Sehr cool. Peinlich, dass CIG es mal wieder nicht gebacken bekommt. Da hast du recht, die Spatula. Aber Gott sei Dank haben wir uns einen Kasi, der damit schon fast gerechnet hat und schon irgendwie Vorbereitungen im Hintergrund getroffen haben, dass wir noch irgendwas hinkriegen. Dass wir tatsächlich live auf Hörsten in Lowville auf der Expo sein dürfen. Und das alles mit euch miterleben können. Ja, die F78 ist der Hammer, ne? Also das ist. Da hinten ist das eine Beule rechts drin. Guck dir das an. Rechts, da war eine Beule. Da war eine Beule. Krass, Alter, war eine Beule drin. Ah, wenn du jetzt genau hier beim Landefuß, auf dem linken Landefuß. Linker Landefuß. Nee, dreh weiter vom Landefuß. Da siehst du die Beule jetzt. Da ist eine Beule drin, Alter. Das war bestimmt der Spatula, da reingetreten, weil er die nicht bekommen hat. Da siehst du sie. Ist ja krass. Da ist Rixi, sie. Psch, nicht Rixis, Namen, grüß dich. Ach, für alle, die neu eingetrudelt sind. Wir werden nachher nochmal ein Giveaway starten. Ich werde nachher einen Steam Key verlosen. Sowas machen wir meistens bei irgendwelchen Events. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt noch nebenbei hier das Pad hier gewinnen. Da haben wir ein Spiel gestartet. Da müsst ihr nur eingeben, was ihr tippt. Wie viel CIG einnimmt über die Woche jetzt, also vom 23. bis zum 30. müsst ihr einen Tipp abgeben im Chat hier. Und wer dann nachher am dichtesten dran ist und sich meldet, der gewinnt das Pad. Das machen wir dann später und da kommen wir dann am 2. dazu und ziehen da den Gewinner. Und nachher werden wir nochmal einen Steam Key raushauen. Einfach nur, weil es einfach ein geiles Event ist und wir Lust drauf haben, ein bisschen Spaß mit euch zu haben. So, jetzt kommt. Aber du siehst vielleicht in meinem Stream die FPS. Also ich bin jetzt hier bei 50 bei der Lightning, wo ich es mir angucke. Ja gut, ich meine, die hat jetzt nicht, ist ja nur die Outbox, weißt du. Falklord, Warren, danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Das freut mich. Übrigens, wo ich gerade den Follow sehe, das lohnt sich. Wenn ihr mal öfters vorbeiguckt bei uns, dann lohnt es sich tatsächlich auch ein Follow da lassen, weil wenn ihr ein Follow da habt, dann sammelt ihr automatisch Treuepunkte und mit diesen Treuepunkten, die könnt ihr dann später ausgeben und irgendwie was für Star Citizen rauskaufen. Wir haben einen virtuellen Shop und für die Treuepunkte könnt ihr euch dann irgendwie eine Sniper-Raffle rauskaufen
Oder ihr könnt euch einen Anzug rauskaufen. Oder ihr könnt auch ein Glücksticket kaufen. Dann drehe ich am Glücksticket. Und dann könnt ihr auch sogar ein LTI-Schiff gewinnen. Und dabei, ihr müsst dafür nichts machen. Einfach nur ein Follow da lassen. Ein bisschen im Chat mitmachen. Oder eben, da fliegen manchmal solche Schatzkisten durch den Monitor. Da einfach raufklicken. Dann bekommt ihr auch diese Treuepunkte. Und wenn ihr davon genug habt, dann könnt ihr euch die rauskaufen. Entweder ein Ticket oder eben ein Sniper-Raffle oder was gerade im Shop drin ist. Und dann bekommt ihr das auf euren Account eben zugeschickt, auf den CRG-Account. Deswegen ein Follow da lassen, das lohnt sich eigentlich schon allein, um die Punkte zu sammeln. Da Wheel Phoenix, sehr geil. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Genauso, einfach ein Follow da lassen, dann läuft das. Die Lightning Salut. Squad. Hey, Tobi! Der Tobi ist da, kommt hier erstmal ein großer. Dein Darko Tobi ist da. Sehr cool. Naiko, Sava. Naiko, grüß dich, Savai. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Zago. Nee, alle. Ich sag, die Lightning in Quantum 42 ist doch die Lightning, das war bei Wing Commander die Excalibur war. Ja, genau, das Schwert. Wer kann das bloß rausziehen? Das ist die Frage, ne? Ja. Hey, Tanis, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nabin. Hi, heute ist die Hölle los auf allen Kanälen, das glaube ich. Hey Yamamoto, schön, dass du auch eingeschaltet hast. Cool, dass ihr alle da seid. Sehr cool, Nako, grüß dich. Fexi. Ja? Aber was interessant ist hier, ich bin ja wieder beim Versuchen, das zu kaufen. Da siehst du aber schon die Description, also die Beschreibung, wie das dann steht. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen stehen, dann könnt ihr mal reinsehen. Sonst kannst du das vorlesen? Weil das Bild das ist ziemlich matt. Warte mal. Vielleicht kann er das übersetzen sogar. Ja, quasi gut, also kann das. Ich gucke erst mal. Der Focus ist ein Light Fighter. Bis Unmatched Design, das heißt vom Design her unvergleichbar. Blazing Top Speed, unglaublich Schnelligkeit, also Endgeschwindigkeit, Ultra Responsive Maneuverability, das heißt sehr agil. Dann eben with a robust weapons package, provides power firepower to spare. Das heißt, sehr viel Firepower dabei. Und ist dann Next Generation. Ups, warte mal ganz kurz. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, Tobi, ja, Entschuldigung, Nico. Tut mir leid, alles klar. Ich habe gesehen, ich habe das falsch ausgesprochen. Nico, da hatte ich irgendwie einen Zungenbrecher gehabt. Entschuldigung. So, du kannst einsteigen. Ich versuche das schon hinzukriegen mit dem Aussprechen. Achtet mal drauf. Ah, geil, wer ist denn eingestiegen? Ja, man kann ja einsteigen. Oh, geil. Oh, krass. Oh, Kickers hat ja die Flügel runtergemacht, Fahrwerk eingefahren. Also, da stand auch was mit Lightfighter, oder? Habe ich das richtig gelesen? Genau, Lightfighter. Ein klassischer Lightfighter stand da irgendwie. Ah, geil, die Kanone bewegt sich um. Es ist ein typischer klassischer Lightfighter, der sehr agil ist und trotzdem noch eine gute Feuerkraft hat, ne? So grob übersetzt, ne? Also grob übersetzt, starke Feuer, also für einen Lightfighter sehr gut bewaffnet und sehr agil, aber nicht sehr stabil. Also irgendwie der Schwachpunkt... erinnert sie mich auch so ein bisschen an die Raven. Weiß nicht wieso. Ja, die hat von allen so ein bisschen was. Ne? Die erinnert mich auch so ein bisschen an einen Saber, Raven Saber. So ein bisschen erinnert sie mich auch sehr stark. Und dann eben an der Hornet. Wie gesagt, ich glaube, da hat man die Hornet und die Saber zu lange alleine gelassen in irgendeinen Raum. Und das Licht war dunkel. So kommt mir das ungefähr vor. Oh, das sieht auch cool aus. Wie er jetzt gerade die Flügel hochgefahren. Ach, guck mal, wenn du automatisch das Fahrwerk ausfährst, also wenn du in die Landeposition reingehst, dann fährt er automatisch die Flügel hoch. Sehr geil. So. Versuch die ganze Zeit, die immer noch zu mieten, kriegst du nicht. Da sagt er immer, gibt dir jemand eine Fehlermeldung dann. Das ist ja, ich habe immer, ich komme noch nicht mal rein ins Spiel. Ich habe ihn noch immer nicht erwirbelt. Ich komme nicht rein. Deswegen bin ich so glücklich, dass der Kasi das gerade für uns hier möglich macht. Ich versuche mal ins Cockpit zu kommen. Alles klar, mach das mal, Großer. Die Arrow stand an zwei verschiedenen Stellen, oder? Okay, Jungs, ja, ich glaube ja, ja. In den Cockpit rein, dass ihr das ja, Cockpit geil. Seht. Sehr cool, wir sehen das. Die Leiter ist ja süß, aber die da rausfährt. Ja, hat Kaffee auch rausgehauen. Vor allem keine Räder. Ja, hat keine Räder, genau. Na gut, du kannst ja dann sagen, wenn du auf der Idris bist, hier, Sissi, Fexi, ich muss mal kurz Chat mal nachlesen. Fex, ich denke mal, das Ding passt in jeden Frachtraum. Ja, das Ding ist cool, das denke ich auch. Kaffee, vor allem keine Räder. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es mal keine Räder hat. Braucht nicht unbedingt Räder. 3D-Radar? Könnte auf jeden Fall interessant. 3D-Radar? Guck mal, zeig mal bitte. Ja, sag ich ja, neueste Technik
von Anvil, sie haben es verstanden, die Waffen sind alle am Body dran, also alle Waffen sind am Inneren des Schiffes, also wenn die Flügel abgeschossen werden, ist es nicht so schlimm. Und ein, wie sieht denn, wie geil ist denn bitte das 3D-Rad da? Das sieht doch aus wie dein Stick. Ja, ja. Wie cool sieht denn der British, oh, krass. Ja, Anvil will sich wohl verbessern, oder was, beim Raumschiff-Design und Technologie. Sie haben es verstanden, denke ich mal. Sie haben lange, wobei die MK2 auch schick ist. Ich finde, aber das ist noch geiler wie die MK2, muss ich zugeben. Und ich glaube, das Ding wird Einzug nehmen auf, bei uns auf die Kraken und in die Idris sich wohl wahrscheinlich wieder finden. Aber die ist weniger gut bewaffnet, oder? Ja, ist ja ein Light, für einen Lightfighter gut bewaffnet, aber nicht so gut bewaffnet wie eine Hornet. Ist so gut ist sie nicht bewaffnet. Ich hatte heute sogar gesehen, dass dort also mir kommt es vor, als hätte es höchstens zwei S3 Waffen, wenn du Glück hast, und dann oben zwei S1. S1, genau, ja. Genau, aber es ist geil, das ist doch cool für den Fighter. Na, ja, gut, S1 auf so einem Turm, ja. Ja gut, dann dürfte sie aber nicht mehr kosten als 100. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie mehr kosten. So, ich mach vielleicht jetzt mal das 100, okay, 130, bam. Ich tippe 130. Tippt jemand einen anderen Wert? Okay, Leute im Chat, was tippt ihr? Was wird die Arrow kosten? Buzero hat 200 gesagt. Ich hatte vorhin 150 gesagt, da muss ich auch bei bleiben. Das hatte ich vorhin rausgehauen. Was hast du gesagt, Kasi? Ich sage nicht mehr als 110. 100 Euro ist ein leichter Jäger, also nee, mehr wie ein Huni, also mit Sicherheit nicht. 110, Kaffeerausch ist auch bei 110, Nico ist bei 80. Eigentlich hast du recht, Nico, das wäre ein fairer Preis. Oha, aber hier, Fucklord sieht das aber auch so mit 200. Tarn ist 120. Definitiv, also ich hoffe es. Swissy bleibt bei seinen 115, Zago 170, ja. Also meine Leiter müssen sie noch was machen, oder? Die sieht ein bisschen aus wie Pony Phoenix 130, Zornspitze 155. Ja, also ja, ich, wie gesagt. Ich denke, die wird unter 100 bleiben. Das ist ein leichter Fighter. Okay, Toddy 100, Kaffee. Alter, warum geht denn diese komische CIG-Seite denn nicht? What the hell, Alter? Ich versuche nochmal die CIG-Seite ich irgendwie. Ich würde jedenfalls keine 10 Attacken für einen leichten Jäger ausgeben. Definitiv nicht. Ich doch auch nicht mehr. Also, naja, gut, was, wie man das so sagt, ne? Ma211, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast bei uns im Stream. Grüß dich. Hallo. So wie die Gladius wäre fair. 95, ja, da gebe ich dir recht, das wäre fair. Aber du weißt ja, wie das ist, mal bei CIG, also ich denke mal, realistischer Preis, so wie CIG nachdenkt, denke ich mal tatsächlich 130. Ich habe zwar 150 getippt, aber bei 130 tippe ich mal. Also 195 ist zu wenig. Würde ich natürlich feiern. Aber schöne Sichtbarkeit, oder? Würde ich mal sagen, hier das Cockpit. Ich würde mich auch freuen, wenn die das machen. Sehr, sehr weitläufig, sehr rundherum. Sieht auch gut aus, wenn du drin sitzt. Hör mal, steht dir. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn die tatsächlich den Preis so lassen, wie ihr sagt. Also bei 95, 100 Dollar wäre auf jeden Fall ein cooler, vernünftiger, guter Preis. Das ist ein fairer Preis, so Black Friday. Also. Genau, für den Black Friday. Weil die muss ja für den Black Friday-Preis rausgehen eigentlich auch, ne? Da. Ja, 73 Zuschauer. Die Frage, Kaffeerausch, immer mit AdFaxi, denn reagieren die Mods automatisch oder ich so schnell wie möglich. Das mittlere Modell, wo der Turm ist, kann man nicht rausnehmen. Also nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber mal nicht. Ich glaube, das ist ein festgesetzt. Kannst du mal zu dem Turm hingehen, Kasi? Also ein bisschen unter das Schiff gucken, ob man das sehen kann, ob es tatsächlich so ein Ball ist, den man rausnehmen kann. Wollte Kaffeerausch mal gerne wissen, ob das wie ein Ball ist, wie bei der Super Hornet, oder wie bei der Super Hornet, genau, oder bei der normalen Hornet. Ich glaube nicht. Ja, das ist fest installiert. Protonic, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast, Protonic. Nabend. Ist fest installiert, ne? Sieht man so, kommt man so nicht ran, ne? Ah. Nico, da geht nicht, ne? Da gehe ich mit. Ah, alles klar mit dem Preis. Sehr gut. Sehr gut. Das, ja, das wird sehr interessant werden. Auch Nico. Ja, das wäre schon geil mit 80 Dollar, das, aber das wäre geil. Dann gehe ich, dann kaufe ich mit, klingt blöd, aber dann kaufe ich mir zwei. Für einen Token oder sowas noch. Ja, also wenn es unter 100 Euro ist, nee, aber trotzdem, die Bewaffnung ist mir zu läppig. Nee, das ist ein leichter Jäger, dann kannst du dir so viel Geld ausgeben. Das mit Taxi ist eine Lüge, er reagiert eh nicht. Was, ich natürlich reagiert. Die Hawk kostet, glaube ich, 100 Euro. Ja, ja, dann guckst dir mal die... Wer hat den Sound aus? Hier, Protonic hat den Sound aus. Taxi ist eines der besten House-Tracks. Läuft da im Hintergrund. Keine 100 Euro, die das Hawk kann sein, kostet... Hase. Fancy, was kosten die Hawk?
Was kostet denn die Hawk? 95 hat die gekostet. Ja, guck dir das an mit 6 Bewaffnungen. Also du hast oben, also pro Seite 3 Bewaffnungen. Und wir reden hier von, ich würde mal sagen, pro Seite 2 S. Also ich finde die Hawk dann interessanter. Ja gut, die Hawk ist natürlich auf jeden Fall interessant, gerade weil du ja auch eben gerade für Kopfgeldjäger ist es interessanter. Ne? Die Hawk ist nicht schlecht, aber sie ist eben nicht so agil und auch nicht so schnell. Ne? Man muss auch immer überdenken, dass die ja auch in verschiedene Varianten haben. Ja? Du hast ja einmal eine militärische Variante, die dann, also ich glaube die da hinten, die mit der fetten Bewaffnung, das ist die militärische Variante von dem Schiff. Und dann hast du ja immer noch mal abgespeckte Varianten. Hast du nochmal abgespeckte Vision? Weniger. Also die Hawk hatte 4x S1 und 2x S2. Also wie sie hier da steht, guck mal da oben. Pass auf, ich bleib jetzt mal stehen. Mhm. Das da oben, das sieht nicht wie eine S2-Waffe aus. Seht ihr das? 4x S1 hat sie. Nee. 2x S2. Guck mal, pass auf, hier unten, das ist mindestens eine S2, oder? Was meint ihr, S2 oder S2? S1-Waffe. Das ist das. Das wird doch. Na, schwer zu sagen. Was sagt ihr? S2. Oder? 2 S2, 2 Meter. Was denkst du? Um den Dreh. Ja, sieht nach S2 ja, aus, oder? Ja, sieht nach S2 aus, ja. Ja, eigentlich schon, ne? Was sagt schon S2? Schon so lang wie ein menschlicher Körper. Kaffeerausch ja, hat S2 rausgehauen. Ja, gut, dann 4 S2 und Phoenix. 2 S. Hm? Und 2 S1. Gut, dann bist du ja schon. Ja. Also ich finde die dann schon für den Preis, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arrow mehr kostet als die Hawk. Dürfte sie nicht. Eigentlich nicht, ne? So, die hinten am anderen Ende von der Halle, die hatte dickere Bewaffnung drauf. Ja, da gehe ich nochmal hin. Wie gesagt, die ist der Fexi drin. Wenn du das jetzt vergleichst mit der hier. Die hatte dann bestimmt S4er drauf, da die mittleren von denen. Mhm. Die waren ja richtig, konnte sich ja quer daneben legen. Die war so groß wie du. Die war groß, ne? Ja, das ist ja so ein bisschen metermäßig angeweckt. Also das heißt, so ist meistens um die über 2 Meter, das heißt 3 Meter so ungefähr ist das ja das Verhältnis. Das kommt immer drauf an, da kann man so ein bisschen sehen, wie groß die Waffe ungefähr ist. Wenn man schätzt, wie groß ist jetzt der Ingame-Spieler, der ist um die 1,80, 1,85 tippe ich mal so. Und wenn man dann die Waffe so ein bisschen vergleicht, dann kann man das so ein bisschen vielleicht einschätzen. Aber das Cockpit finde ich sau interessant, weil du das untere Fenster hast, weißt du, so Fußbereich. Ist ja, ein Argument. Man müsste mal rein, das wäre cool. Hier, Protonic fragt gerade nochmal nach wegen der Arrow, wegen der Bewaffnung. Was haben wir denn da gesehen gerade noch bei der Arrow? Ich gehe da nochmal hin. Und wie gesagt, am besten @Fexi reinschreiben und dann die Frage, dann reagiere ich oder die Mods auf jeden Fall schon da drauf. Das stimmt ja, also bitte nicht auf meinem Stream Fragen stellen, weil ich gucke gar nicht auf irgendwas. Ich mache hier das nur für den Fexi und ich laufe da jetzt nur, folge ihm. Also bitte nicht in meinem Stream irgendwas schreiben, fragen, tut mir leid. Wie gesagt, ich mache das heute nur für den Fexi. Und dafür vielen Dank, auf jeden Fall, sehr cool. Ja, nee, ist alles tot, das geht gar nichts. Die Arrow gemietet, da kannst du doch im Equipment Manager Mobiclass nachschauen, was die für Waffengrößen hat. Funktioniert nicht. Nee, so, das Problem ist, ich kann es nochmal probieren, ich kann es euch nochmal zeigen. Ah genau, danach gehen wir nochmal bitte zu den anderen zwei Schiffen. Zu F8 Lightning? Ja genau, wegen der Description, also wegen Beschreibung. Inras, das was, wo wir jetzt gerade vorstehen, jetzt aktuell, das ist die Arrow, wo wir jetzt vorstellen. Die Arrow sieht tatsächlich so ein bisschen nach Saber und Hornet aus. Und ich finde, dass Anvil tatsächlich dazugelernt hat und die Waffen nach innen gesetzt hat. Die Bewaffnung ist für einen Lightfighter extrem gut, was wir so gesehen haben. Und das Geilste ist, Jungs, das Cockpit sieht sehr übersichtlich aus. Man hat eine sehr gute Außenansicht und es hat ein 3D-Cockpit. Sehr geil auf jeden Fall, Anvil. Sehr gut gemacht. Sehr geiles, interessantes Schiff. Also es wird nicht gehen. Genau. Irgendeiner von euch, siehst du, Arrow Accurate? Funktioniert nicht. Ja, irgendeiner, der wohl nicht im Spiel ist. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr euren Client updaten müsst oder sowas. Was ich bezweifle. So, ich gehe da nochmal ins Cockpit rein. Mhm. Ich kann mal gucken, ob die Internetseite sich schon geöffnet hat. Die Internetseite geht auch nicht auf Gateway. Also die Internetseite, also die Server antworten nicht mehr von CIG. Sag mal, und die Gladiator, die ist doch auch ganz normal im Spiel, oder? Ja, die habe ich. Ja, die ist normal im Spiel. Die habe ich noch nie gesehen. Die Gladiator habe ich sogar. Willst du, wenn du die sehen willst, kann ich die nachher mal zeigen, Großer. Ja, die sieht auch nicht so schlecht bewaffnet aus, oder? Na, no, die ist okay. Die macht Spaß auf jeden Fall.
glaube ich, ein Bomber. War doch ein Bomber, oder? Ja, genau, ist ein Bomber. Ist ein Kurzstreckenbomber. Also die Gladiator ist ein Kurzstreckenbomber. Eigentlich stützt, also trägergestützt. Am besten findet sie sich auf einer Idris oder sowas wieder. Das war nochmal ein Verifier zwischendurch. Mal gucken, was passiert. Irgendjemand hat die Arrow verbuggt. Irgendeine Knalltüte. Kann man nicht mehr rein, ne? Ja, irgendjemand hat sie verpackt. Ach, geht eigentlich. Also ich wird langsam wieder, geht langsam wieder runter, Xol. Coffee. Entschuldigung, geht langsam wieder runter, der Blutdruck. So langsam wird's wieder besser auf jeden Fall. Vorhin war ich tatsächlich ziemlich, wo ich die F8 Lightning gesehen habe und die MK2. Also die neue Vision der Hornet, die haben sie auch reingebracht, die gucken uns auch gleich nochmal an. Und wo ich dann die MK2 gesehen habe, da ging mein Puls extrem hoch, muss ich dazugeben. Da ging das ab, dann habe ich die F8 Lightning gesehen, dann ging ich noch ab, jetzt geht's aber gerade wieder ein bisschen weiter runter zum Glück. So langsam finde ich mein Flow. Also irgendjemand hier, das ist entweder rausgeflogen, als er im Schiff war oder so weiter, aber ich kam nicht mehr in die Lightning rein. Irgendjemand hat sie verbuggt. Ach ja, ich sehe schon. Ja, macht ihn sehr schade. Liz Buckler, der könnte sich so in den Hintern beißen, dass er nicht auf deinem Server geblieben ist, Kasi. Ja, tut ich mir, auch. Ja, kann ich bin gut. Auch drauf. Das ist schade, das ist echt schade. Aber na gut, ist ja jetzt. Nachher kommen wir bestimmt drauf. Ich denke mal, das dauert jetzt noch 2 Stunden und dann geht das los. Genau richtig mal. Die Row soll, genau, die kannst du sogar schon theoretisch anmieten. Wenn wir sie anklicken, dann steht da auch schon, dass du sie mieten kannst. Also das funktioniert so. Wenn man nachher ein Schiff fliegen möchte, dann geht man in die Expo hin, also in die Expo-Halle zu Enville. Dann suchst du dir das Schiff aus, was du gerne fliegen möchtest. Und dann klickst du dann mit F5, kriegst du dann das Dropdown-Menü, dann kannst du auf Mieten gehen und dann bekommst du das Schiff gemietet für das, und dann kannst du benutzen, dann kannst du sie spawnen. Also du musst zu dem Schiff hingehen. Die Gladiator. Genau, das ist die Gladiator übrigens, genau. Du musst hingehen zu dem Schiff, kannst dann nochmal kurz, und dann musst du raufklicken, das Schiff mieten und dann kannst du sie spawnen und damit rumfliegen. Also das ist quasi so ein bisschen der Ablauf. Sieht doch auch dick bewaffnet aus. Was kam die Gladiator? Die Gladiator, die ist nicht so schlecht bewaffnet. Ist ein Bomber. Die hat zweimal Size 3 an den Seiten und die Türme sind zweimal Size 2, glaube ich. Wenn und das unten waren ganz kleine Torpedos, oder? Fünfer Raketen oder Torps passen rein. Und er hat die noch ein paar Rex an den Seiten. Also die Gladiator ist schon nicht so schlecht bewaffnet. Der Kurs $165 ist der alte Kurs von der Gladiator. Hier sehen wir jetzt. Versuch mal reinzukommen, ich komme gerade rein. Na cool, dann versuch nochmal. Hier ist nochmal die MK2, die ihr jetzt gerade sieht. Die gute MK2. Ja, ich muss nochmal ein paar Mal hinterher. Hast du nochmal den Launcher immer geschlossen oder wie hast du das gemacht, Zaru? Nee, ich habe immer wieder mal drauf gedrückt. Du musst ein bisschen warten, ne? Na okay, dann warte. Das ist so eine Animation, ich weiß nicht, ob du das ausgeschaltet hast. Und dann startet er entweder die ganze Zeit bisher nicht und jetzt hat er eben gerade... Okay, dann versuche ich das gleich nochmal. Ja, das ist die gute MK2, die wir uns da gerade noch angucken. Das ist das neue Design der Hornet, sage ich mal so. Die alte Hornet, die wird es irgendwann nicht mehr geben, so wie wir sie jetzt kennen. Das ist leider... Also wenn man sie behält, behält man sie. Man wird sie auch behalten, so wie sie jetzt ist, die Hornet. Aber das ist die neue Hornet. Und entweder könnt ihr, also früher war mal die Aussage, dass man sie updaten kann für nothing auf die MK2 oder man behält einfach seine Hornet, wie man sie jetzt hat. Also der Bomber, der Frage. Hat eine M4A Laser Autocannon drauf. Das Ganze war mal ganz eine Frage. Wird man in Zukunft alle Schiffe anschauen können in der Stadt, wenn sie neu in den Hangar... Davon gehe ich mal stark aus. Ein Flugfeld, ja, Kaffeerausch. Davon gehe ich mal stark aus. Irgendwas haben die auch gesagt. Oh, ich weiß nicht, wo ich denn das gelesen? Dass die Messehallen... das ist jetzt auch mit dem neuen Update, dass man die Schiffe jetzt auch in-game kaufen kann. Ich weiß aber nicht, inwiefern die das meinten. Also ich war ein bisschen verwirrt von den letzten Nachrichten, die jetzt bekannt geworden sind. Irgendwie habe ich das verstanden, dass man die Schiffe für Stock Credits jetzt auch kaufen kann mit 3.3.6, sag ich mal. Und das, na klar, wenn man das Spiel noch unterstützen möchte, kann man sich das Schiff auch so kaufen für Geld. Aber man soll wohl auch nach der Messe hier wohl auch die Schiffe weiterhin für Credits kaufen können, für Spielcredits. So habe ich das verstanden. Kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber ich denke mal, ich lag da schon ganz richtig mit. 15007 Code. Hast du einen Fehler bekommen? Okay. Die F8 hat ein Torpedo unter der Nase. Können wir gleich nochmal gucken. Ach so, da sind wir ja gerade. Ich habe gerade nach links geguckt. Das ist, glaube ich, kein Torpedo, das unter der Nase. Nee, ich glaube, da kann man irgendwas anbauen noch. Das ist eine Option.
Nee, das ist bei Helikoptern, die haben das auch, die Apaches. Das sind Sensoren. Oder ist das so ein Tankrüssel? Ganz genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Oder das, aber ich glaube ich nicht. Krass, ja, ich würde. Ja, gute Frage, ja. Ich versuche mal irgendwie näher ranzukommen. Wäre schon krass, wenn das ein Torpedo wäre. Ja, das wäre richtig krass. Klein. Ach komm, wer hupst mir dann dazwischen? Naja, es sei denn, es ist ein Size 5 Torpedo. Snake, sorry. Ein Size 5 Torpedo? Nein, das ist kein Torpedo, das ist ein Sensor. Ja, das haben die Helikopter. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und den kannst du austauschen, wenn du einen anderen Sensor benötigst, ne? Da ist noch so ein Sensor. Guck mal, da ist noch so ein Sensor da oben drin. Nee. Geh mal nach vorne, da waren zwei. Ja. Torpedo ist das zu klein. Mhm. Außer der. Das kann kein Torpedo sein. Leicht verkleidet. Nee, das ist kein. Glaube ich nicht. Das. Aus. Aber die hat nochmal die zwei Waffen da, die sind auch nochmal fett, ne? Die sie jetzt innen da hängen hat und hat die eine außen, die mittlere, die ist ja richtig groß. Das sieht aus wie eine S3. Ja. Dann eine S4 hier und dann nochmal eine S2. Und dann muss man denken, 2 S4, 2 S3, dann hast du ja noch oben. Stimmt. Oben und noch Turret. Oben noch, ja. Und dann die Missiles hier. Ich weiß nicht, sieht man jetzt nicht. Sieht extrem gut aus, Protonic. Auf jeden Fall ein Hype. Tobi, ist der Tobi eigentlich auch ins TS reingekommen? Ich kann ja mal kurz gucken. Der TS ist jetzt richtig voll geworden. Nee, der Tobi ist, vielleicht kommt der Tobi ja nachher später noch dazu. Der schreibt hier schon ganz fleißig mit nebenbei. Ja, wie gesagt, was mich jetzt ein bisschen wundert, also ich hätte gedacht, dass wir jetzt wirklich reinkommen, aber es scheint tatsächlich zu sein, dass die Server gerade überlaufen sind. Und dass wir gerade noch nicht reinkommen. Ich versuche das natürlich im Hintergrund die ganze Zeit, dass wir reinkommen. Und so lange gucken wir uns mal die Schiffe an. Hier, was ich sagen wollte, quasi. Die anderen Hersteller haben die Schiffe noch nicht ausgestellt. Ist jetzt nur Anvil heute, ne? Diese Hangar wird dann immer jetzt Anvil, dann morgen RSI. Mhm. Und dann jeden Tag was anderes. Na, sehr cool. Ja, wie gesagt, wir streamen die ganze Woche durch. Wir streamen von heute an bis zum 2.12. ziehen wir das durch. Also wir streamen natürlich nicht so durch, aber wir streamen immer so ab 17, zwischen 17 und 19 Uhr, so in der Art werde ich immer anfangen. Morgen werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen verspäten, da werde ich nicht so pünktlich anfangen, weil ich morgen ein bisschen Kinderdienst noch habe, muss ich vorab sagen. Das Wien trifft sie nämlich mit ihren Mädels, die machen Mädelsabend, weil sie ja Geburtstag hatte. Und dann habe ich morgen wird so ein bisschen, muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege, aber das kann sein, dass ich immer zwischendurch mal weg muss, wenn die Kiddies natürlich irgendwas haben. Aber da werde ich auch streamen, aber eben nicht so wie sonst. Und dann läuft die Woche dann komplett durch mit dem Stream, wie gewohnt. Dann versuche ich immer, dass wir um 17, 18 Uhr anfangen mit dem Stream. Sehr schön früh, wenn es losgeht, dass wir das dann mit präsentieren, dass wir live dabei sind und dann eben die neuen Schiffe wieder fortführen können. Man kann ja mal gucken, ich gucke gleich mal auf YouTube. Busiro, kannst du auf YouTube bitte gucken, ob die irgendwie ein Video oder irgendwie einen Trailer rausgehauen haben für irgendwie was, dass doch hier irgendwas freigegeben haben. Ich bin nur drauf, ich hätte schon was gesagt. Alles klar, also Busiro, der eine Mod von uns, guckt auf YouTube, ob alles klaro ist. Der andere Mod, also unser Kasi, der ist hier gerade live auf dem Messegelände. Ja, wir gehen nochmal ins Cockpit, sehr geil. Dann gucken wir uns jetzt nochmal das Cockpit an von der Aero nochmal live. Und dann sieht man, dass die da wirklich ein schönes Cockpit gebaut haben. Und endlich mal ein 3D-Rad da. Das hat mich immer so geärgert, so ein bisschen bei Anvil. Das haben die wirklich ein richtig schönes 3D-Rad da reingebaut. Sehr, sehr schick. Sehr übersichtlich. Alles schön angeordnet. Egal auf welchem Monitor man guckt, das sieht echt super aus. Man hat eine schöne Rundumsicht. Die Schalter sehen auch sehr gut, sehr schön aus. Und ich hoffe, dass das Schiff nicht zu teuer wird. Also ich würde sie mir gerne holen. Aber muss man mal gucken, wo der Preis nachher angesiedelt ist. Bei den Chips, das ist ein Lightfighter, ist ein sehr agiler Lightfighter und für einen Lightfighter ist sie sehr gut bewaffnet, aber sie hält nicht viel aus. Also sie ist sehr, sehr anfällig, wenn sie beschossen wird. Also wenn die Schilde down sind, ist vorbei, ja? Also Fexi, ich habe heute sogar schon gelesen, der ist angegeben als Lightfighter, leichte Fracht. Leichte Fracht? Also hat man vielleicht wieder hier 2 SCU oder sowas wie bei der Hornet oder irgend so. Ja, wahrscheinlich. Das wäre natürlich geil, dann kannst du zumindest irgendwie was für eine Quest mitnehmen, ne? Könnte sein. Also zumindest hatte ich das heute gelesen. Ich weiß nicht, ich komme jetzt selber nicht auf die erste. Da ist einer, ich weiß nicht, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Ich mache hier die Flügel auf und der genau vor mir rechts... Kriegt den Flügel am Kopf. Nee, der klatscht dann, hat gerade geklatscht und so weiter.
Geil, okay. Spieler, ja. Ja, ich sehe das gerade da unten. Ja, ja. Sehr cool. Der stand vorne am Cockpit in der Nähe. Ja, genau. Ja. Ja, sehr cool. Leute, ich bin gerade auf der Webseite und es ist nicht der erste Trailer irgendein Verkaufsding oder sonst irgendwas. Noch keine News auf der Webseite, irgendwas. Ich guck mal kurz, ich habe mir noch ein Bett. Ich versuche mal kurz zu refreshen, ich mach das Ding einfach komplett. Oh, jetzt passiert, ich krieg eine Rückmeldung. Ich bin tatsächlich auf. Die Seite hat sich erstmal erholt. Ich bin tatsächlich auf der Internetseite gerade raufgekommen. Ich bin ins Spiel gekommen. Also, okay. Es geht anscheinend wieder langsam. Ah, okay. Dann versuche ich auch noch mal ins Spiel reinzukommen. Solange gucken wir den Kasi noch ein bisschen zu. Bis wir hier irgendwie reinkommen. Launch. Aber die haben den der Joystick jetzt mal kein Mist. Ist absolut der Warthog. Ja, oder? Genau. Ich hab ja das neben mir. Das ist genau gleiche Anordnung alles. Ja, krass. Und du hast Stick und Trottel, ne? Hast du links in der Hand. Sieht schon cool aus. Wobei, die hätten auch gesagt können, diesmal bei NWL, Jungs, wir nehmen Dual-Joystick, weil das ja eigentlich ja mehr Sinn macht, theoretisch im Weltraum. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, wer weiß das bei dem neuen Flugsystem. Das stimmt wiederum. AdFaxi, keine News auf der Webseite und NWL-Schiffe sind auch keine zum Kaufen. Alles klar, Swissy, danke für die Rückmeldung. Sehr cool, dankeschön. Ja, die werden da gerade jetzt versuchen, die Server. Amazon wird wahrscheinlich gerade die Cloud glühen. Da werden die wahrscheinlich gerade schön bei Amazon gerade ein bisschen rödeln, damit die alles zum Laufen bekommen, vernünftig. Ich denke mal, in der Stunde läuft's. Ich denke mal, wir brauchen noch so Stunde, anderthalb Stunden, dann kommen wir normal auf die Server rauf. Aber das werden wir wahrscheinlich noch benötigen. Was wolltest du sagen, Toddy? Ich sagte, die sind gerade am Schwitzen da in der Abteilung. Die sind am Schwitzen mit Amazon zusammen, denke ich mal. Ja, das kam alles völlig unvorbereitet. Ja, die wussten ja nicht, dass sie jetzt mehr als 50 Server benötigen. Wie kann das denn passieren? Ja, dass da eine Million Leute auf einmal rauf wollen. Ah, das war also klar, ganz viele haben natürlich auch versucht, haben sich natürlich schon. Oh, also ich konnte zumindest, ja. Oh, launch the game. Also es beruhigt sich so langsam alles wieder. Ich launch jetzt das Game. Bill, bleib noch ruhig drinne, Kasi. Zeig ruhig den Jungs noch ein bisschen was. Oder willst du raus langsam, nee, Kasi? Wenn du fertig bist, dann wenn es bei dir geht, dann wechseln wir alle wieder auf dich. Ich mach das jetzt nur so lang bis Ding, weil ich möchte, ja. Ja, also ich sag dir gleich Bescheid, wenn ich auch wirklich drinne bin. Gucken wir mal. So langsam scheint es aber wieder zu gehen. Und dann kannst du einfach raiden, Kasi. Genau, dann raidest du mich einfach. Ja, ich habe momentan keine Anzeigen. Ich habe ja jetzt nur den... Ja, macht nichts. Die wissen, ich glaube, das macht sonst nichts, sonst verteilen oder die springen sonst zu mir nachher rüber, das ist ja kein Problem. Ne, sonst gibst du einfach / raid und Faxi seinen Channel. Ja, machen wir dann soweit, wenn Faxi soweit drin ist, sein Ding gestartet hat. Na, aber erstmal rein. Ich weiß ja gar nicht mal, ob mir Leute zuschauen. Also. Ich bekomme zumindest jetzt schon mal Star Citizen, das Bild mit Lumberyard unten rechts und RSI und Claude MP. Jetzt müssen wir natürlich nur noch reinkommen. Aber mal gucken, so lange zeigt Kasi noch uns die coolen Raumschiffe, die er hier hat. Das ist natürlich schon ganz geil, die Raumschiffe, die wir heute haben. Kannst du ja noch mal kurz die F8 zeigen, wenn du Bock hast? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Neuer Follow, Hyperfox, sehr geil. Ich bin auch gehypt, Großer. Hyperfox, sehr geil. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielen, vielen Dank für dein Follow, dass du den hier gelassen hast. Das freut mich natürlich sehr. Ich krieg jetzt auch einen 15007er. Eigentlich wollten die... Okay, jetzt sage ich euch das. Ich habe ja noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Eigentlich wollen die eine Warteliste gebaut haben. Eigentlich solltest du einloggen, dann solltest du in eine Warteliste kommen. Aber jetzt haben wir den 15007er wieder. Das heißt, wieder starten. Ich bin gerade in der Warteliste. Ah, es gibt tatsächlich eine Warteliste. Okay. Ja. Okay, dann werde ich das jetzt noch mal abschießen. Wie weit bist du denn zurückgegangen? Launcher neu gestartet oder nur Citizen abgeschossen? Landschaft neu gestartet. Auch komplett alles neu, mache ich das auch. Besser ist das Task beenden. Warten wir ganz kurz und dann gehen wir gleich wieder rein. Ja, die sieht schon die F8. Wer will die F8 alles haben? Die will wahrscheinlich jeder haben, ne? Faxi, der Ansturm ist halt einfach weitaus größer als erwartet. Ja, aber das ist eigentlich ja auch schön, wenn man das so sieht. Da gebe ich dir ja schon recht. Eigentlich ist es doch schön, Xoll, oder? Dass der Ansturm so krass ist. Also Tarnis möchte auch eine F8 haben. Ja, ich möchte auch gerne. Ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der F8 haben will. Aber mir macht die F8 ein bisschen Sorgen. Warum? Warum?
Ja, die. Guck dir mal die Bewaffnung an, wo die ist. Die ist am Außenflügel wieder. Die Hauptbewaffnung. Ja, ja, gut, die hat aber so viele Waffen. Die hat ja überall Waffen. Weißt ja, du? Ja, aber du, die, wenn die Flügel weggeschossen sind, dann verlierst du schon mal 4 Stück pro Seite. Also 2 pro Seite. Guck mal, die sind nämlich so dicht beim Außenflügel. Das heißt, der Flügel ist weg und du verlierst direkt 2 Stück. Mhm. Ja, das ist und ja, mhm. Und dann bist du, ich meine, die ist trotzdem noch gut bewaffnet, weil du hast das Turret mit jeweils 2 und rechts und links und dem Bug hast du nochmals 4 Bewaffnungen, aber wieso können die das nicht hinkriegen? Wie gesagt, naja, bei gut, der Arrow haben ich denke mal tatsächlich bei den Schiff quasi, die hat zu viele Waffen, wo sollen sie die alle hindrücken? Die haben ja schon gar kein, die haben ja gar keinen Platz mehr auf dem Schiff. Das ist doch alles eine Waffe, Hase. Wo sollen die ja, da gut, noch hinschieben? Ich hätte sie da. Seht ihr, wo der Missile Bay ist oben? Das ist neben dem Turret. Seht ihr vielleicht, ich weiß gar nicht, ich versuche mal näher ranzukommen. Da irgendwie seitlich versetzt oder so weiter. Dass es immer noch am Rumpf ist. Oder unten hast du noch Platz? Ich hätte dann lieber alle 4 Waffen da irgendwo, wo dieser Badger Repeater ist, irgendwo dorthin gedotzt. Du darfst ja einfach nicht die Flügel wegschießen lassen. Ich versuche mal auf euren Server zu kommen, natürlich, aber ich glaube, da passiert nichts mehr auf euren Server. Ich glaube, der ist tot, 30 von 50 und ich kann nicht mal raufjoinen. Nee, geh auf irgendeinen Server und anstatt, dass ich meinen Stream beenden kann. Okay, ich bin jetzt bei Blindbimse rauf. Also einer von den Darko Wings bin ich gerade draufgesprungen. Dann hau sie zu mir, Gwenny, rüber, wenn du magst. Machst du Ausrufezeichen Raid? Ja, mach ich gleich. Erstmal guck, dass du draufkommst. Ja, genau, aber es sieht gut aus. Das sieht jetzt gut aus. Jetzt kommen wir zumindest schon mal rein. Ich werde wach, ich bin wach. Muss ich noch einmal Lightning ganz... F8 heißt die. Ja, genau, so heißt unser Traumschiff. Oh, also, habe ich ja... Ah, ne, da ist sie ja wieder. Schreibe ich mal auf meine Wunschliste für Weihnachten für meine Frau. Sehr gut. Aber, das wird schwierig, die ist sauteuer, Hase. Das muss ich hier nochmal kurz alles einstellen, damit ich den Chat weitersehe. Ed Faxi, ach, da kommt noch was dick, da kommt noch was dickes, das denke ich auch, Phil. Das dicke Ende kommt zum Schluss, oder wie war das? Da kommt noch was Schönes auf uns zu, das denke ich auch. Bescheid zu sagen. Ich bin raus, ich bin drin, ich laufe gerade durch Port.